Hallo, heute sind wir in Zoo Duisburg. Kifaro! Na, Dickerchen, komm mal her. Wir kommen uns jetzt besuchen. Er freut sich über jeden Besuch, den er bekommt. Und komm her. Komm zu mir. Komm her. Komm. Los. Ne? Los. Ja, er hat hier ein bisschen Salbe, der hat ein bisschen Probleme mit den Fliegen. Er hat so ein Sommerekzeme, kriegt er, wenn zu viele Fliegen kommen. Und damit sich das nicht entzündet, die Stellen, wo die Fliegen dann an ihn raufgehen, schmieren wir immer ein bisschen mit Salbe an. Deswegen hat er ein bisschen weiße Flecken. Er hat keine Weißfleckenkrankheit, sondern ist nur Salbe. Ne, die Kinder, alles gut für die. Schlafst du mal mit? Ja, wir 2014 hier hinkamen, war nicht ganz so ruhig. Der ist auch auf Reisen geschickt worden. Das ist jetzt die fünfte Stelle, wo er lebt. Der hatte auch so wenig Vertrauen zu Menschen gehabt. War ein bisschen schreckhaft, hatte bei der Einsperrphase immer so Scheinangriffe gegen uns gelaufen, aber dann nach einem Jahr, nach ein paar Monaten haben wir ihn im Griff gekriegt und seitdem ist er ganz ruhig, ganz lieb. Ich darf auch zu ihm reingehen in der Freianlage, gehe ich dann zu ihm rein, nehme eine Bürste mit, dann wird er dann abgeschrubbt, lässt er sich dann gefallen. Aber es sieht wohl so aus, als wenn der nicht so gesellschaftsfähig ist. Also wir können ihn nicht zu den Zebras lassen, weil wir die Befürchtung haben, dass er nicht gut endet. Ja, ist alt. Deswegen ist er abgetrennt von den Zebras. Unsere alten Nashörner, die waren ja mit den Zebras zusammen. Ne? Da hatten wir ja ein Pärchen gehabt. Und wie die dann zusammenkamen, hatten wir nur zwei, drei Zebras gehabt und die Herde ist jetzt relativ groß und die Fläche, die wir hier haben, die ist einfach zu klein, um hier eine vernünftige Struktur reinzukriegen, dass man sagen könnte, man könnte den Bullen auch zu den Zebras lassen. Also wir haben einfach die Befürchtung, nicht weil der böse ist, sondern das ist ein Tier, was relativ unsicher ist. Der erschreckt sich schnell und wenn er sich dann so Nashorn sich erschreckt, Nashorn, wenn er sich erschreckt, hat die Angewohnheit, einmal zuzuhauen, dann rennt er weg und guckt immer, was ist da los. Das ist so ein typisches Nashornverhalten. Und wenn natürlich so ein Nashorn mit seinem Nashorn einmal in so ein Zebra reinrennt oder einmal zuschlägt, das endet dann für das Zebra tödlich. Aber man sieht ja hier, wie ruhig der jetzt hier ist, wie er das genießt. Ja, er hat also sehr gern die Streicheleinheiten. Und hier draußen ist auch so, wenn ich zu ihm reingehe, und er fühlt sich aus irgendeinem Grund, wenn wir jetzt hier auch Besucher sind, und ich streichle ihn und bearbeite ihn mit einer Bürste und er kriegt dann irgendwie einen Impuls, dass er irgendwie unsicher ist, dann macht er keinen Angriff auf mich, sondern er geht sofort von mir weg. Ja, er geht dann sofort weg. Und guck mich dann vorwurfsvoll an, was ist da wieder passiert. Deswegen kann ich auch zu ihm reingehen. Früher bin ich bei den alten Nashörnern auch im Innenstall zu denen reingegangen. Ne, aber bei ihnen, weil der Innenraum, der ist ja beengter wie so eine Freifläche. Und da habe ich die Befürchtung, wenn ich jetzt im Innenstall reingehen würde, und er wird sich dann aus irgendwelchen Gründen unsicher werden, das wäre dann nicht gut für mich.
Ja, deswegen mache ich das nicht. Also wenn ich zu ihm reingehe, nur hier draußen auf der Freianlage, und zwar unten da am Graben, gehe ich dann einmal rüber. Und sobald ich ihn dann rufe, kommt er sofort angerannt. Ne, ich bleibe dann stehen. Kurz vor mir stoppt er ab, dreht sich der Hintern zu mir zu und dann kann ich ihn abbürsten. Und dann fängt er an, immer so nach und nach kann ich dann überall ihn abschrubben mit der Bürste und er fängt sich dann so langsam an zu drehen, weil das gefällt ihm. Der ist aus dem Zuchtprogramm rausgenommen, der ist angeblich nicht zeugungsfähig. Deswegen brauchte der einen Platz zum Leben und deswegen haben wir den übernommen. Wir haben zwar nicht die idealsten Bedingungen, wir versuchen auch noch etwas, ihm noch eine größere Freianlage zu geben, dass wir hier eventuell ein paar Umbaumaßnahmen machen. Aber ansonsten ist der Bulle eigentlich zufrieden, der ist ruhig, der ist glücklich, der hat keinen Stress. Von dem ganzen Verhalten her, wie er sich jetzt zur Zeit gibt, ist er vollkommen entspannt. Ist auch nicht schlimm, dass er alleine ist. Draußen sind große, adulte Bullen, sind Einzelgänger. Die sind also alleine, die leben nicht als Pärchen zusammen, sondern der so ein großer Bulle, der geht alleine durch die Gegend rum. Der kommt nur irgendwann, wenn man Mädel gut riecht, kommt er dazu und will sein Glück versuchen. Also es ist nicht schlimm, dass er jetzt hier alleine ist, weil viele sagen ja, oh, der arme Bulle, der ist so einsam. Das ist nicht so. Weltweit werden die ja bejagt wegen dieses Aberglaube, dieses Nashorn, das ja angeblich potenzfördernde Stärkungen verursachen könnte. Aber das ist nicht so, dass dieses Horn besteht nur aus Kreatin, also nur das, was Haare, Fingernägel aus diesem Stoff, das ist absoluter Blödsinn. Das könnte man jetzt, wenn man das nachher nochmal hier hinkommt, kann man dann sehen, der hat so ein bisschen an dem Horn ein paar Ausfransungen, das sehen aus wie Haare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like sehr freuen und wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es einfach in die Kommentare. Damit ihr kein Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.